Heute stellen wir euch den Casco Roadster vor. Das ist das gute Ding. Oh, was ihr noch nicht seht, ist Casco Roadster mit Visier. Jetzt nehmen wir hier die Schutzmaske ab, damit ihr das auch mal ein bisschen genauer betrachten könnt. Genau, also das Besondere an diesem Helm ist, er hat ein Visier. Eine sogenannte Flip-Mask. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie quasi hier hochgenommen werden kann und ihr dann wieder klare Sicht habt. Das Coole ist, bei diesem Helm, oder was zu beachten ist, dieses Visier, das geht sehr klar auf die Nase. Das heißt, es ist sehr eng angebaut oder ausgelegt. Das heißt, wenn ihr eine Brille tragt, dann ist es in den meisten Fällen, wenn der Rahmen größer ist, so, dass es nicht passt. Das muss natürlich individuell geprüft werden, aber das schon mal vorab. Genau, was zeichnet den Helm aus? Erstes Thema, wichtigstes Thema ist Thema Schutz. Um es besser zu sehen, machen wir mal das Visier hoch. Der Helm geht schön am Hinterkopf und an der Schläfe weiter nach unten. Nicht umsonst ist Casco zweimal hintereinander Stift vom Warentest Sieger geworden mit seinen Helmen. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Ja, also seid ihr sicher on Tour. Dann des Weiteren, was hat er noch? Sicherheit. Ihr habt hier integriert Insektennetze. Ja, links, rechts. Dann zusätzlich habt ihr hier Reflexionsstreifen, damit ihr 360 Grad von beiden Seiten gesehen werdet. Das reflektiert in der Dunkelheit diese weißen Punkte. Das zum Thema Sicherheit. Komfort. Der Helm, der lässt sich, das ist sehr insbesondere interessant für Personen mit langen Haaren, hier hinten herausfahren, sodass quasi hier dieses Hinterstück weiter nach unten geht und ihr könnt dann hier den Zopf durchstecken. Zusätzlich, auch für alle anderen, ist das Tragen eines Helmes in der Regel angenehmer, je tiefer das hier sitzt. Das ist entsprechend gepolstert, leicht. Die zweite Besonderheit, also ihr habt natürlich hier innen drin auch Polsterung, die ist jetzt nicht so dick, unseres Erachtens muss sie auch nicht sein, weil die meisten sind natürlich auch Haare auf dem Kopf noch haben und die dann auch zur Polsterung beitragen. Eine Besonderheit bei Casco ist, sie haben dieses sogenannte Casco-Lock. Das heißt, der Verschluss ist auf einer Seite, nicht in der Mitte wie bei den meisten anderen Helmen. Das hat einfach den Vorteil, dass quasi der ganze Kinnbereich geschont wird. Ja, ihr habt ja nichts, was ihr hin und her öffnen müsst. Das ist quasi hier ein Clip-Verschluss. Klippt es ein, zieht an diesen Bippus Stückchen und dann geht das wieder auf. Es ist so ausgelegt, genau, dass es quasi hier mit der linken Hand ganz einfach geöffnet werden kann. Ja, also easy going. Was haben wir noch? Diese Streifen, die können gewechselt werden in der Farbe. Kostet 10 Euro ein Streifen, muss jeder überlegen, ob er es zeigen möchte, ob er am Montag rote Schlüpfer hat und am Dienstag den grünen. Das kann man quasi alles individuell dann gestalten. Was ist das Thema Komfort weiterhin? Das ist die Belüftung. Die ist jetzt hier bei diesem Helm nicht so groß geschrieben, weil ganz einfach hier an der Seite die Belüftungsöffnungen auf beiden Seiten fehlen. Ihr habt hier vorne quasi die großen Belüftungsöffnungen hier oben, sowie die hinten die Luftaustrittslöcher. Das ist auf jeden Fall gegeben. Also wenn ihr jetzt sich gerade Rennradfahrer seid, wobei gibt es eine Version dieses Helmes für Rennradfahrer, die wollen es dann wegen der Aerodynamik, aber für den Freizeitfahrer ist das in der Regel ausreichend. Was gibt es noch zu sagen zu diesem Helm? Wir versuchen es mal darzustellen. Diese Maske kann natürlich abgenommen werden und durch einen normalen Schirm vorne getragen werden. Ihr habt hier innen drin sind solche Punkte zum Fixieren. Das ist hier jetzt dieser gelbe Punkt. Und so könnt ihr dann einfach die Maske wechseln.
Also wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt nicht diese hier leicht getönt, diese Maske, das ist eine Anti-Scratch-Maske. Genau, steht auch hier dran, Anti-Scratch. Das könnt ihr dann quasi auch tauschen gegen, was weiß ich, es gibt pinke, es gibt klare und es gibt Photronen, das heißt photochromatische, die sich dann der Lichteinstrahlung jeweils anpassen. Der Helm an sich kostet um die 150 Euro. Was ist noch im Lieferumfang? Das ist hier die Gebrauchsanleitung. Das ist sowieso keiner. Was gut und interessant ist auf jeden Fall, wenn ihr einen Unfall habt bei Casco, in den ersten 12 Monaten nach dem Kauf, bekommt ihr 50% auf den nächsten Helm. Wir hatten tatsächlich Kunden, da ist es schon eingetreten und die Abwicklung war da problemlos. Genau, ihr habt quasi hier diese Schutzfolie, damit ihr quasi das Visier schützen könnt. Zusätzlich, was hat der Helm? Der hat hier 1, 2, 3 und auf der anderen Seite 1, 2, 3 Öffnungen. Hier könnt ihr Winterpolsterung einsetzen. Das hat einfach den Vorteil, dass es gleich integriert ist und ihr eure Löffel da nicht abfriert. Soweit von uns. Wenn es euch gefallen hat, ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Gern könnt ihr das auch liken, wenn es sein muss. Soweit von uns. Ciao, ciao.